Ich habe heute folgendes Video zugeschickt bekommen. Zu sehen ist ein Hund, der im Rahmen einer medizinischen Intervention trotz Absicherung direkt nach der behandelten Person schnappt. Der Mensch ist sichtlich schockiert, aber leider finden Menschen solche Videos halt häufig ziemlich witzig. Eigentlich ist genau das aber ein Thema, hinter dem ein riesiger Leidensdruck für total viele Menschen steckt. Wenn wir darüber nachdenken, wie es dazu kommt, dass der Hund so ausrasten muss, dann liegt so einer Situation wahrscheinlich zugrunde, dass er irgendwann mal eine extrem schlechte Erfahrung in einem solchen Setting gemacht hat. Bequem wie Menschen halt sind, geht man genau dann erst dahin, wenn es kurz vor knapp ist. Dann hat der Hund Schmerzen und lernt dann, dass dieses Setting scheiße unangenehm für ihn ist. Scheiße unangenehm, ich muss was dagegen machen. Und ganz häufig wäre das komplett vermeidbar gewesen, wenn man einfach frühzeitig ein vernünftiges Medical Training mit dem Tier gemacht hätte. Aber auch falls ihr einen Hund habt, der an so einem Punkt angekommen ist, ist es nicht völlig hoffnungslos. Auch solchen Tieren kann man helfen zu verstehen, dass sie so nicht reagieren müssen. Und wo ihr ein Beispiel dafür findet, wie sowas vernünftig umgesetzt werden kann, habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne ein Like und kommentiert mal, wie euer Hund sich beim Tierarzt so verhält.